Ja, liebe Community, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute den Endgegner. Im letzten Video gab es ja den Helm. Und ja, wer ist denn nun der Endgegner jetzt? Also, das ist total spannend. Und deswegen will ich euch schon ein bisschen foltern. Im Monat August war natürlich ein bisschen mehr los. Nur so zwei, drei Sachen. Einmal feuerte der RBB Patricia Schlesinger. Wer ist das? Ja, das ist doch die so viel Gelder veruntreut hat und alles. Nicht die einzigste, aber... Genau, da gab es so geheimen Bonus und Spesenbetrüge, Reihen und so Luxusmassagesessel. Und so gewisse Abendessen, so drücken die das aus. Man hätte jetzt auch sagen können, die feiert gerne. Ja, auf jeden Fall, auf wessen Kosten ging das alles? Na, ich glaube, lass mich mal kurz überlegen. Auf die Kosten der Steuerzahler? Na, so kann man nicht sagen. Ist ja keine Steuer, wenn ich GEZ bezahle, aber trotzdem ist das eine Zwangsgebühr. Die müssen wir ja alle bezahlen. Also wie eine Steuer. Ja, genau. So, halt auf Kosten der Bürger. Die habe ich aber nicht gewählt. Dann gab es noch natürlich den Herrn Bundeskanzler mit der Überschrift: Ist der Cum-Ex-Kanzler bald Ex-Kanzler? Also der typische, ich weiß nicht mehr, Kanzler, wenn es um Cum-Ex geht. Und ich schweige lieber Kanzler, wenn es um die Verharmlosung des Holocausts geht, um dann später zu sagen, oh nee, um sein, damit sein Pressesprecher später sagen kann, ist ja seine Schuld gewesen, er hat ja die Mikros so früh ausgemacht. Und dann konnte der Bundeskanzler leider nicht mehr sagen, konnte nur noch hingehen und den Mieser Abbas die Hand geben. Das wäre ein komischer Zufall. Also wenn ich Bundeskanzler bin, dann vor allen Dingen bei mir im Haus, also dann, na gut, lassen wir das mal so stehen. So, Politiker fordern Häuptlingsgipfel wegen Winnetou im Bundeskanzleramt, ja. Ich zitiere mal den Berliner Bürgermeister, ehemaligen Berliner Bürgermeister Buschkowski. Der Bundeskanzler muss endlich Flagge zeigen, die Ampel muss Winnetou retten. Wir brauchen den Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Also, das gab es auch im August. War das jetzt ein Scherz? Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wenn hier so eine Legenden wie Buschkowski das sagen und Uschi Glas, ein Zitat von Uschi Glas, in den Filmen und den Romanen gibt es Gute und Böse. Sie haben weiße oder rote Haut. Es bildet das echte Leben ab. Ich hab gedacht, das mal kurz erwähnt wird. Das ist doch Satire, ey. Das hat sie gesagt. Also die ganzen Quellen, also ich denke mir das nicht aus, das ist ja alles. Unter dem Video gibt es Links, könnt ihr euch anklicken, guckt euch das an, wenn euch interessiert. Ansonsten, ich habe mir das alles nicht ausgedacht hier. So, das eigentliche Thema jetzt, ja. Mhm. Unser Endgegner des Monats August. Küren war, das ist der Herr Kretschmann. Ich berufe mich da auf so ein schönes Video. Und zwar von einer Tagesschau mit dem Titel Gasgipfel in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann startet Energiesparkampagne. Auf YouTube, oder? Auf YouTube, genau. Ah. Ist ja das erste Video, wenn man eingibt, Kretschmann Waschlappen. Oder hier unter dem Video oder verlinkt. Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Da habe ich mal rausgesucht. Kretschmanns 6 Schritte für eine unumstößliche Gassparkampagne. Ich weiß, hier steht Energie, aber... also erstens, aus dem Video habe ich heraus recherchiert die 6 Schritte. Der erste Schritt, man braucht für sowas einen gemeinsamen Feind. Das ist in dem Fall Putin, der schuld am Ukraine-Krieg ist. Der Schritt 2, optimistisch sein. Wir alle haben es in der Hand, 20%, wenn wir bloß 20% sparen, das reicht wohl schon. Schritt 3, wir müssen immer mit dem Schlimmsten rechnen. Kollidiert mit Schritt 2, aber das sind halt seine Schritte.
Viertens, es gibt nur einen Weg. Wir dürfen keine Debatten zulassen. Und fünftens, Speicher füllen einfach. Und sechstens natürlich, keine Mangellage entstehen lassen. Dann fragen wir natürlich, wie sieht denn sowas zum Beispiel in der Praxis aus? Diese Tipps. So, dann halt natürlich ein bisschen recherchiert. Und der Grün, auch einer von den Grünen übrigens, Herr Kretschmann, zufälligerweise mal wieder, ja, redet halt vom Duschen ab, der Herr Kretschmann, und sagt, der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. Demzufolge soll man halt weniger duschen und mehr den Waschlappen benutzen und somit Gas sparen. Also das heißt, wie stellt man sich das vor? Ich mache mir früh morgens den Waschlappen nass und dann benutze ich den ganzen Tag über. Ja. Vorzugsweise noch, wenn man Familie hat. Ich weiß nicht, wie teuer Einwegwaschlappen sind und wie gut das ist für die Umwelt. Beziehungsweise weiß ich auch nicht, wie gesund das ist. Wenn man so einen feuchten Waschlappen ständig da zu liegen hat, sammeln sich Pilze und Bakterien. Genauso wie auf der Haut sich Pilze und Bakterien sammeln, wenn man sich nicht duscht, dann sind das halt mehr. Und, naja, es gibt da eine gewisse Schutzschicht von der Haut und so. Man soll natürlich nicht dreimal am Tag duschen, aber ich meine eben am Tag, so von der Hygiene her, zumal wir hatten Corona. Da sollte man sich am besten in Desinfektion tränken. Und jetzt soll man halt. Wie war das? 30 Sekunden lang Hände waschen oder länger und so. Und jetzt genau. Da darfst du rufspucken oder wie? Oder die Hände benetzen. Ja. Praktisch sieht das natürlich auch so aus: der Kretschmann selber hat ein E-Auto und eine riesige Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und. Ich mir mal angeguckt, wie sieht das aus, kann ich mir nicht leisten, ich möchte ja auch Energie sparen, Opel Corsa, weil der Kretschmann sich halt nicht hat, als E-Version, kostet 32.895 Euro und wow. So eine riesengroße Photovoltaikanlage kostet ohne Einbau 30.000 Euro. So. Und dann neigen wir gut 60.000 Euro. Das ist aber die Sparvariante, weil der Kretschmann hat sicherlich ein größeres E-Auto und sicherlich hat er sich das nicht selber auf dem Dach gezimmert, sondern hat das machen lassen. Mhm. Aber rechnen wir mal trotzdem mit diesen 30.000 Euro. Also nur so ein Opel E oder nur eine große Photovoltaikanlage. Würden halt 30.000 Euro kosten. So, dann hätten wir überlegt, gut. So eine durchschnittliche deutsche Familie mit zwei Kindern. Geht ihnen, wo ist da großes Sparpotenzial? Das größte Sparpotenzial wäre wahrscheinlich beim Reisen. Kostet so 4.000 im Schnitt. Sagt Google, sagt 4.000 Euro kostet im Schnitt so eine Sommerreise. Für vier Personen. Und wenn wir das so rechnen, und die gehen jetzt auch nicht mehr in eine gehen nicht mehr in Urlaub und sparen das einfach nur. Mal abgesehen von Inflation, das ist eine Milchmädchenrechnung, wie ich selber. Sind das die 30.000 Euro durch 4.000 Euro, sind 7,5. Also 7,5 Jahre. Dann hast du entweder deine Photovoltaikanlage ohne Einbau auf dem Dach. Oder du hast einen Opel Corsa E. Da musst du mal Putin fragen, ob er 7,5 Jahre wartet. Dass er die Gas abdreht. Also die, meine Tipps geben ist ja okay. Ja, natürlich. Aber die sollen auch umsetzbar sein. Ja, man braucht ja bloß mal in Ausland gucken. Da gibt es halt neue Reaktoren, die man so nutzen kann. Man kann ja auch die Atomkraftwerke einfach weiterlaufen lassen. Und die beiden, die vom Netz genommen wurden oder weiß ich nicht, wieder reaktivieren. Mit Frankreich könnte man jetzt, die sind dabei, so einen neuen Reaktor zu entwickeln. Da könnte man diese ganze Ingenieurspotenzial, was hier in Deutschland ist, direkt mit so einem Nachbarland so zusammen und so. Aber außerdem könnte man sich darauf einigen, dass der Strompreis nicht mehr am Erdgaspreis gekoppelt ist. Und ich habe recherchiert, damit wäre der Strompreis um 50% günstiger. Mit jedem Mal einfach. Wenn du das Gesetz nicht geben würde, einfach. Komisch, ne? Und übrigens, Japan und China
die versuchen ja jetzt auch die Klimaziele zu erreichen und die machen das mit Atomkraft. Tja, das ist ja hier nicht möglich. Also die Realität wird wohl sein, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, dass die Atomkraftwerke, der Plan ist ja, die Atomkraftwerke, die drei, zu Silvester abzuschalten am 31.12. Und ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Die werden jetzt im Wirtschaftsministerium da sitzen und sich überlegen, wie bringen wir denn den dummen Bürger jetzt bei, dass die Grünen jetzt doch irgendwie doch Atomkraftwerk noch weiterlaufen lassen. Ja. Naja, und dann werden sie die drei, die werden sie nicht abschalten, werden sie weiterlaufen lassen. Ja, und wenn sie schlau sind, dann werden sie die anderen beiden noch reaktivieren und ein bisschen in die Zukunft denken, hier diese neuen modernen Reaktoren sich damit einbringen und dann. Aber ich glaube nicht, dass die abgeschaltet werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also der Kurs, den jetzt die Politik schon seit einer Weile, da wo die sich hinbewegen, ja, der Kurs, das ist sowas von zerstörerisch. Ja. Das wird hier einfach komplett kaputt gemacht. Und es trifft ja nicht die dran schuld sind, sondern es trifft genau die da eben nicht dran schuld sind. Gerade die Leute, die das hier alles am Laufen halten. Es trifft nicht die da oben und es trifft nicht die da unten. Und ich rede von denen da unten, meine ich die Leute, die Hartz IV beziehen. Es trifft nur die das alles bezahlen. Ne? Die müssen das alles ausbaden. Und es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeiten, die könnten ja einfach die Sanktionen einfach mal aufheben. Ja, ja. Ich würde mir ja nicht trauen, so was rauszuhauen. Nee, wenn ich so viel verdienen würde wie der Herr Kretschmann, ich würde einfach in Grund und Boden versinken, wenn ich sowas sagen würde. Also ganz ehrlich gesagt, wäre ich an seiner Stelle, da würde ich auch die Klappe halten. Ich würde ja, das ist schon der Wahnsinn, was die sich einbilden, das ist schon heftig, ne? Ja. Gut. Unsere Meinung ist klar, rote Karte definitiv. Ja. Und was denkt ihr darüber? Liken, teilen, abonnieren, kommentieren? Teilen, vor allen Dingen teilen. Ansonsten gibt es nächstes Mal bestimmt was zu trinken als Test. Vielleicht testen wir auch demnächst Pelzmäntel. Ja, genau. Und Decken. Ja. Und was vielleicht die beste Sportübung, damit eben wieder warm wird. Genau, wie Liegestütze oder so. Ja. Ja. Falls euch noch Dinge einfallen, die wir testen können, dann schreibt es uns doch einfach mal. Oder ihr uns was Schönes zuschicken wollt. Zum Beispiel, was wir testen können. Rico, möchtest du einen Dildos testen? Ich habe gehört, vom Fernsehturm gibt es jetzt einen Anal-Plug. Vielleicht möchtest du den mal testen. Aha. Also, herschicken, Rico macht das schon. Ja, aber dann bitte mit Gummipuppe. Ja. Also ohne geht wohl. Gut. Alles klar, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns. Bis demnächst.